Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und wir wollen den Hardware, das Hardware-Video machen zu den Beyerdynamic Bluetooth-Kopfhörern. Ich hatte eben schon im Unboxing ein bisschen mehr drin, als ich eigentlich wollte. Aber jetzt machen wir es richtig. Ich muss erstmal hier den USB-Kabel aufkriegen, dass ich euch auch zeigen kann, wie lang der ist. Na, komm her. Na, komm doch. Jetzt. So. So, das ist der USB-C-Kabel. Wie gesagt, mit der Kappe. Und der ist... Naja, also mein Tisch ist 80, der ist über der Hälfte, ich sag mal 20 cm oder so fehlen. Naja, gut 20 sind's, gute 20 würde ich sagen, sind 60 cm. Reicht eigentlich aus, soll ja auch nur zum Laden sein. So, jetzt muss ich den erstmal hier wieder vernünftig wegpacken. Und wieder das Bändchen rum. Ich habe noch USB-C, da brauche ich den jetzt nicht aufnehmen. So. Und schon wieder ist er verpackt, weil der muss ja dann auch wieder zurückgeschickt werden. So. Dann haben wir noch den Klinkenkabel. Den gucken wir jetzt auch mal an, wie lang der ist, bevor wir dann zum Headset an sich gehen. Headset, Kopfhörer. So. Und der ist über 80, definitiv. Also von Ausgang vom Klinkenkabel bis zum Tisch sind 80. Und dann haben wir hier nochmal diese Stücke, was jetzt, ich denke mal 10 cm sind ditte in etwa. Also haben wir 90 cm. Reicht dicker aus, wenn es in unten eine Tasche ist oder wenn es hinten im Rucksack ist oder in der Bauchtasche oder in so einem Sportbeuteltasche. Hatte ich ja auch schon damals mal geholt, so ein Ding. Dafür reicht das dicke aus. Dann können wir das nämlich auch wieder hier rummachen. Den brauche ich dann nur später mal für einen Test. Aber sonst werde ich es per Bluetooth benutzen. So. Und wie im Video davor schon gesagt, passt auf, wenn ihr Kopfhörer habt, jetzt nicht nur die, auch allgemein Kopfhörer habt, wo ihr Ersatzkabel kauft. Wenn ihr wirklich nur Kopfhörer habt, passt auf, dass da die schwarzen Striche, die hier oben, die hier sind, da der, jetzt seht ihr das am besten hier mit so, wenn Folie noch drum ist, der da unten und der hier oben. Das bedeutet Stereo sind drei Striche, ist halt Stereo plus Mikrofon. Also wenn ihr wirklich nur habt, müsst ihr achten, dass wirklich zwei Striche, habt ihr nur einen Strich, ist es halt nur Mono, bringt euch dann halt natürlich nicht so viel. So. Dann, wie gesagt, haben wir dann auch noch eine Anleitung für die App mit bei gehabt. Das habe ich am Unboxing schon gezeigt. Dann haben wir eine Garantie, ein Garantieheft in verschiedenen Sprachen, ziemlich dick ist mit bei. Und eine Anleitung ist auch nochmal mit bei in verschiedenen Sprachen. Aber ich denke mal, da brauchen wir keine Anleitung. Die sind schön klein. Die gehen auch schön weit raus. Oh, wartet. Oh, beim ersten, die sind halt noch neu, deswegen ist es halt ein bisschen fest. So, die habe ich jetzt für drei, vier Wochen zum Testen und dann muss ich sie ja leider zurückschicken. So, also auch hier die Wölbung, schön groß für große Köpfe geeignet. Der Kabel hier, der ist dann halt draußen und das ist alles Metall. Hier auch, seht ihr, die sind schön eng. Und dann kann man die auch dann auch noch seitlich neigen und drehen.
in beide Richtungen logischerweise. Man macht sich dann halt, führt Anpassen am Kopf richtig gut. Ich mache die erstmal wieder hoch. Und dann haben wir auf der Unterseite bei der rechten Seite, also praktisch so. Das ist rechts, das ist links, ist da auch nochmal beschrieben, rechts, links. Da haben wir dann auf der rechten Seite hier den USB-C-Anschluss zum Laden. Da ist der Klinkenanschluss, um es an Handy, Tablet oder so zu befestigen. Dann ist das, denke ich mal, seht ihr, scheiße, wartet. So. Ja, das wird die Leuchte sein, dass man sieht, ist an, ist nicht an, ist per Bluetooth verbunden. Ist in der Regel, wenn es mit Bluetooth verbunden ist, bei fast allen Geräten blau. Werden wir uns gleich angucken. Und da ist der Anschalter. Wenn wir das jetzt einfach mal gedrückt halten, leuchtet es rot und blinkt dann ab und zu blau. Wenn wir mal wieder gedrückt halten, jetzt aus. So, und ist aus. Und wenn wir das beim An gedrückt halten, seht ihr das, dann geht es viel schneller. Das heißt, jetzt sucht er praktisch ein Gerät in der Nähe. Jetzt halten wir das mal wieder gedrückt, machen aus. Zack, und aus. Und wenn er dann verbunden ist, leuchtet er blau logischerweise. So, jetzt gucken wir mal von der Qualität her, vom Tragekomfort. Ich ziehe das meistens immer an den Kopfhörern selber nach unten. Deswegen ist Metall da immer ganz gut. Ja, sitzen auch schön gut drauf. Nur auf den Ohren, also nicht um die Ohren rum. Oben ist auch schön gepolstert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es ein bisschen wenig aussieht. Aber es ist gar nicht so wenig. Ja? Ich merke auch nichts von dem Metall oben drin. Das ist ganz gut. Also sieht dünn aus. Ja, aber ist gar nicht mal so dünn. Also schützt ordentlich gut und federt gut. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Dann sind die halt Leder. Hier innen drinne ist dann auch noch mal da Stoff. Und darunter ist halt der Lautsprecher. Da müssen wir dann mal gucken, wie die Qualität da im Großen und Ganzen ist. Hier steht dann auch noch Beyerdynamic drauf. Und hier sieht aus wie Tasten. Man kann sie aber nicht drücken. Werde ich ja dann gleich im Anbetrieb sehen. Ich denke mal, das sind so touch-sensible Tasten, dass wenn man rüber streicht, dass er merkt, lauter, also hier leiser, lauter, vor, zurück. Das werden wir dann gleich im Hardware-Video sehen. Ich werde es erstmal mit dem Handy verbinden und dann werde ich es nachher auch mal mit dem Laptop verbinden. Auf dem Handy habe ich auch ein bisschen Musik, da muss ich gleich nochmal nachgucken. Das lädt nämlich gerade, da ist nicht mehr so viel Akku drauf. Ja, und dann werde ich es nachher gleich mal testen am PC, wenn ich meine Videos bearbeite. Und wie gesagt, ist alles hier Metall. Also wirklich gut, gut verarbeitet. Keine scharfen Ecken, Kanten dran, nichts. Schön freilagernd. In beide Richtungen drehen. Ja gut, die haben halt auch einen stolzen Preis, aber ja, Qualität kostet halt. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video wieder, wenn ich mein Handy fertig jetzt geladen habe und wir das mit dem Handy mal verbinden und uns die Qualität dann mal anhören können. Und die App werden wir dann auch mal runterladen und testen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.